Was geht ab, Diggas? Mein Name ist Android Digga und in diesem Video zeige ich euch die Top 5 Emulatoren für iOS-Geräte. In diesem Video zeige ich euch auch die Vor- und Nachteile der jeweiligen Emulatoren und ich würde mal sagen, wir beginnen mit der Nummer 5. So, an Platz Nummer 5 haben wir NDS für iOS. Wundert euch nicht, dass die App keine Beschriftung hat, weil einige Apps aus Tweakbox haben halt keine App-Beschriftung, aus welchem Grund auch immer, aber das tut jetzt auch nichts zur Sache. Ja, NDS für iOS ist halt so eine Hassliebe, ne? Die ROMs laufen sehr, sehr gut, es hat Dropbox-Synchronisation, was sehr, sehr wichtig heutzutage bei Emulatoren ist, weil Apple revoked mal sehr oft die Apps und ja, also die ROMs laufen aber sehr, sehr flüssig. Was ich hier wirklich sagen würde, was sehr, sehr schlecht ist, ist einfach, die App stürzt leider sehr, sehr oft ab. Was soll man sagen? Wirklich sehr, sehr oft, besonders oft sogar. Manchmal im Spiel stürzt es einfach mal ab. Manchmal im Startscreen stürzt die App auch einfach mal ab, wann sie will. Aus welchem Grund auch immer, ich verstehe nicht, vielleicht ist die App auch einfach schlecht programmiert worden, aber die ROMs laufen halt sehr, sehr flüssig. Werbung ist hier auch, aber naja, das ist ja halt heutzutage in jeder App so. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es schlecht ist, aber ja, wenn die App halt sehr oft abstürzt, dann macht es halt auch auf Dauer keinen Spaß mehr. So, an vierter Stelle haben wir Happy Chick. Warum hier chinesische Schriftzeichen sind, das weiß ich jetzt auch nicht. Happy Chick ist ein Multi-Emulator-App, was sehr, sehr gut ist. Wundert euch nicht, ich habe mein WLAN ausgeschaltet, weil ich nicht von Werbung genervt werden will. Happy Chick ist eine Multi-Emulator-App, hier laufen viele Emulatoren, GBA, sogar NDS läuft hier. Wirklich einige Emulatoren laufen hier. Ich probiere nicht alle aus, weil ich interessiere mich hauptsächlich nur für Game Boy Advance. Aber es ist trotzdem ein nice to have. Die App stürzt auch deutlich weniger als NDS für iOS ab. Und ja, man hat hier halt auch schöne ROM-Cover, was auch sehr, sehr schön ist. Ich starte jetzt mal Legend of Zelda. So, ja, Legend of Zelda Link's Awakening kommt auch bald für die Nintendo Switch raus. Nur so nebenbei. Ja, läuft auch sehr, sehr flüssig. Was soll an Game Boy Color auch nicht flüssig laufen, ne? Ist sehr, sehr schön. Was ich aber hier wirklich auch schlecht ansprechen würde, ist, dass es keine Dropbox-Synchronisation gibt. Ist wirklich heutzutage, wie gesagt, ein Muss. Die ROMs kann man nicht selber runterladen, sondern die sind in der App drinne. Da kann man sich halt einige ROMs aussuchen. Viele sind leider auf Englisch. Diese ROM ist leider auch auf Englisch. Ich glaube, Zelda kann man die Sprache auch einstellen. Ich würde es besser finden, dass man eigene ROMs runterladen kann. Das geht halt leider nicht. Und Dropbox-Synchronisation ist leider auch nicht da. Diese App benutze ich halt weniger, aber es ist dennoch ein guter Emulator. So, an Platz 3 haben wir RetroArch. RetroArch habe ich sogar eine gewisse Zeit lang benutzt. Gefällt mir sehr gut. Man kann eigene Emulatoren hier runterladen. Wie das funktioniert, weiß ich jetzt nicht. Müsste man mal schauen. Aber es laufen halt sehr, sehr viele. So, dann starten wir jetzt auch einfach mal eine ROM. So, ja, das Layout hier gefällt mir auch sehr gut. Ist ganz schlicht gehalten. Gefällt mir sehr gut. Man hat viele Emulatoren hier, was auch sehr gut ist. Man kann die ROMs selber bestimmen. Nicht so wie bei Happy Chick, dass es beschränkt ist. Was mir auch sehr gut gefällt, man hat hier viele Tweak-Möglichkeiten, man hat viele Möglichkeiten hier. Was ich hier wirklich ansprechen muss, als sehr, sehr großen Kontrapunkt, ist einfach, dass es keine Dropbox-Synchronisation gibt, ist dasselbe Spiel wie bei Happy Chick. Sehr, sehr schade für eine sehr, sehr gute App. So, an zweiter Stelle haben wir GBA für iOS. Einige dachten jetzt wirklich, dass es an erster Stelle kommt, aber den ersten Platz hat, ehrlich gesagt, jemand schon eingenommen. Aber dennoch ist GBA für iOS ein wirklich sehr, sehr guter Emulator. Ein Emulator, den ich wirklich besonders oft nutze und immer wieder installiere, nachdem es revoked wurde. Man hat viele Einstellmöglichkeiten hier. Man hat Dropbox-Synchronisation hier, was wirklich sehr, sehr wichtig ist. Kann ich jedem ans Herz legen. Die ROMs laufen wirklich flüssig. Was weiß ich, wie oft Pokémon Gold ich durchgespielt habe. Unfassbar oft, macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Keine Ahnung, was ich noch dazu sagen soll. Es gibt wirklich keine Kontrapunkte bei dieser App. Macht wirklich unglaublich Spaß hier zu spielen. Das Layout ist auch sehr schön. Man kann auch eigene Layouts runterladen.
Eine wirklich sehr, sehr schöne App. So, an erster Stelle haben wir Provenance Emulator, eine Multi-Emulator-App, die ich neu entdeckt habe, beziehungsweise neu ausprobiert habe. Ich wusste, dass die existiert, aber ich dachte mir, nichts kann GBA für iOS toppen. Aber es hat wirklich eine App geschafft, sondern Provenance. Ja, was ist das? Es ist eine Multi-Emulator-App. Man kann hier einige Emulatoren laufen lassen. Wie ihr seht, hat es auch sehr viele Einstellmöglichkeiten. Es laufen sehr viele Emulatoren hier, auch PlayStation 1. Unglaublich, wirklich sehr, sehr viel. Man hat hier ein sehr schönes Layout. Man hat hier auch die Cover der jeweiligen Spiele. Man kann die Cover selber bestimmen. Also man muss die halt selber runterladen und dann hochladen hier drin in die App. Sehr, sehr schön. Wirklich gefällt mir sehr, sehr gut. Man kann halt auch direkt von den Speicherpunkten hier halt auch starten. Ein sehr, sehr simples Layout, wirklich sehr, sehr schön. Feine Pixel und ja, das Layout gefällt mir besonders sehr, sehr gut. Es ist einfach ganz schlicht gehalten, ganz simpel, schwarz-weiß, einfach sehr, sehr schön. Aber ein Kontrapunkt hat das Ganze. Es besitzt keine Dropbox-Synchronisation, wirklich sehr, sehr schade. Naja, ich hoffe, das kommt sehr, sehr bald. Ich habe gehört, das Team dahinter ist sehr aktiv. Ich hoffe wirklich sehr, dass eine Dropbox-Synchronisation bald kommt. Sehr, sehr wichtig meiner Meinung nach, aber wirklich ein sehr, sehr guter Emulator und alles läuft wirklich flüssig hier dran. So, das war's dann mit der Top 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Falls ihr Fragen habt, wie man die Apps runterlädt, könnt ihr es ruhig in die Kommentare stellen. Ich habe auch zu den meisten Emulatoren halt auch Tutorials gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Das war's dann von meiner Seite. Ciao, euer Android-Digger.